Willkommen, meine Freunde, zu einem weiteren Part von Yu-Gi-Oh! ACV Tech Force. Beispiel, meine Freunde, wir machen jetzt das Duell-Turnier. So, Nummer 2. Bla 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 bla. Oh, es gibt nur eins. Okay, das heißt, so gesehen haben wir das schon gemacht. Das heißt, wir können uns nur noch normal duellieren. Okay, dann machen wir es halt normal. Gegen wen haben wir noch nicht gespielt? Ja gut, machen wir gegen dich ein Duell. Bla bla bla. Gut, dann machen wir schnell gegen dich ein Duell. Also, Duellturnier müssen wir wieder warten, bis wir danach wieder ein normales Turnier dann machen. Okay. Das heißt, ich muss jetzt... Ich kann nur noch normale Duelle machen. Ich habe euch ja das Duellturnier schon gezeigt. Ich würde es aber trotzdem noch irgendwann wieder mal machen. Aber das beendet das Let's Play ja ziemlich schnell und deswegen sollte ja noch ein bisschen Abwechslung da reinkommen. Ich dachte, es gibt da noch eine zweite Variante vom Duellturnier, aber es gibt nur zwei. Das heißt, wir müssen da erstmal warten. Schwerer Sturm ist erlaubt, okay, von mir aus. Ja, dann machen wir weg damit. Weg mit der Scheiße. Okay, von mir aus. Nee. Ich kann von mir aus zwei Karten wegschmeißen. Nee. So, ich kann das nämlich so machen, dann kann ich die jedes Mal wieder Wiedergeburt einsetzen. Oh! Das spielt Dark World! Die spielt Dark World, das ist nicht mal so blöd. Aber. Ah, es bringt ja nichts, okay. Es hat ja nichts gebracht. Es hat ihr nichts gebracht. Sehr schön. Oh, ja, ich kann es ja nur so beschwören ohne Tribut. Geht ja nicht anders. So, dich verdeckt und Angriff. 1900 ATK reicht, um das Monster wahrscheinlich zu zerstören. Hoffe ich mal. Nee, reicht nicht. Schade. Dann Endphase. Dann belassen wir es jetzt dabei. Und schau, was die so drauf hat. Ja, bla bla bla. Wir können es eh nicht lesen, was sie da hat. Und ich aktiviere das mal mystischer. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was sie da verdeckt hat. Oh. Nicht mal so blöd. So, ich kann natürlich kein Monster jetzt gescheit rufen. Deswegen schieße ich gegen dieses Monster da. Oh nein, er darf jetzt noch ein. Sie darf jetzt ein Dark World Monster holen. Aber wieso genau das hier? Ich verstehe es nicht. Es ist nicht gut. Naja, von mir aus, boom, Marshmallow und Endphase. Ich muss erstmal viel mehr Monster im Friedhof haben, damit es sich lohnt, den Chaos-Totenbeschwörer rauszuholen. Das Deck ist nicht schnell, aber es kann mit den schnellen Decks mithalten, weil ich da auch ziemlich schnell kontern kann. Ist ja ein Mischdeck, wie gesagt. Bringt mir nichts, Endphase. Alle Monster bringen mir im Endeffekt jetzt gerade nichts. Okay, ich muss eine Karte abwerfen. Ich will nicht zwei abwerfen, deswegen weg damit. Schade. Aber ich kann ihn als Verstärkung ansehen, weil ich sorge dafür, dass die Monster ja ins Friedhof kommen. Was ich natürlich nicht haben möchte. Aber muss sein. Also ich konnte ja nicht anders negativieren. Also es wäre die beste Möglichkeit, also wenn ich diesen Effekt deaktiviere, indem ich halt Kampfblender wegschmeiße. Weil ich dann halt nicht wirklich brauche. So, ich hoffe jetzt auf den Angriff mal. Komm schon. Wann kommt man endlich im Angriff? Willst du dich ewig verteidigen oder was? Kann doch nicht sein, ey. Okay, es kommt jetzt, glaube ich, was. Scheint so. Rein Biox, okay. Sieht gut aus. Ich lasse ihn angreifen. Ich könnte das jetzt machen, aber ich bin kein Arschloch und mach das mal nicht.
So. Dann greif mal an. Ich warte einfach noch. Ich warte in der Runde. Die soll erstmal mein flinker Momonga angreifen. Sehr schön. Nee, ich mache Spiegelkraft erst, wenn ich alle flinken Momongas verloren habe. Dann bekomme ich nämlich 3000 Lebenspunkte. So, bumm. Und noch einen. Ich kann eigentlich jederzeit Monster-Reanimation spielen. Damit ich diesen einen Herrscher, der bekommt, dann hat er 3000 ATK. Ist ja logisch. So. Oh, Effektweiler. Will ich nicht. Endphase. Ich lasse es erstmal dabei. Ich warte jetzt einfach. Ich kann das Monster mit Leichtigkeit besiegen. Und jetzt kann ich natürlich zuschlagen mit den. Mit der Spiegelkraft natürlich. Und das ist richtig fies, aber es muss sein. Boom! Lakshö! Und jetzt greife ich natürlich an. Jetzt habe ich ziemlich viele Monster. Und 2000. So, das sind 2000, wenn alles natürlich geht. 4000. 6400. Wobei, das klappt sicher. Muss das eine Monsterkarte sein? Nee, nee, es kann eine normale sein. Dann das hier und dann kann ich. Ja, die ist tot. Die ist tot. Genau auf so einen Moment habe ich nämlich gewartet. Jetzt hoffe ich mal, dass es eine Karte war, die mir im Endeffekt was bringt. Das heißt, dass sie jetzt irgendwie nichts mehr machen kann. So, wie viele Monster habe ich hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nee, bringt mir nichts. Aber ich kann hier auch etwas wieder bären, aber es ist logischer, wenn ich jetzt hier ein Monster mit 3000 ATK hole. So, sie ist tot, wenn die nichts machen kann. Und sie kann, glaube ich, auch nichts machen. Ich bin mir jetzt da nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob die da was machen kann. Sieht aber nicht so aus. Also lockerer Tod. Jetzt muss ich nur noch mit diesem Monster hier durchkommen und dann mit dem. Den Trick reichen. Ja. Sieht so aus. Besiegt. Kein Ding. Ja. So endet mein Duell. Sehr schön. Kein Ding. So. Schau mal, mit wem ich noch nicht duelliert habe. Es sind schon mehrere noch. Na komm, wir machen mal erstmal mit der ein Duell. Ein Tech-Duell, ja, hatten wir auch nicht mehr lang. Okay, bla bla bla. Wir können es ja eh nicht lesen, also von daher. Okay. Also, boom. Ich hoffe, die fangen an. Ja, perfekt. Ich liebe es immer als zweites zu starten. Das ist immer cool, da kann man gleich sofort angreifen. Das ist immer geil. Ach, Joey Wheeler ist so cool. Ich mag den Typen. Übel. Okay, ein Monster. Okay, okay. Ich hab nicht mal so scheiß Karten hier. Ich hoffe, du hast auch was zu tun. Also ich hoffe, du kannst was reißen, mein Bro. Okay, Metal Morph. Nicht mal so blöd. Dark World spielt ihr ja. Aber mit normalen Monster macht es einfach null Sinn, finde ich. Okay, wir bekommen 3000 Schaden, weil er nichts machen kann.
Ja, ist halt so, ne? Aber wir müssen eigentlich trotzdem gewinnen. Oh, ein Treffungsschild weggebumst. Sauber, Junge. So, jetzt erstmal kommt, ist Cyberdrache. Boom. Sehr schönes Monster. Dann das hier. Das hier. Und das hier. So, alles einfach mal verdeckt. Weil schwerer Sturm kann mir jetzt im Endeffekt nichts anhaben, weil ich diese Karte hab. So, boom. Oh, okay. Haboku. Ja, ist eine Verteidigung. Von mir aus. Dann hast du halt Haboku gemacht. Ist okay für eine Runde. So, gelbes Ding bringt dir also auch nicht viel. Gelber Apparat bringt dir jetzt nicht viel. Hol dir deinen grünen Apparat, juckt mich null. Du wirst damit eh nichts reißen. Ich bin mal gespannt, was sie da verdeckt hat. Okay, Joey, du, es hängt von dir ab, mein Freund. Okay, wieso genau opferst du ihn? Oh, okay, gut. Ich frag lieber nicht. Er weiß schon, was er tut. Ist ja nicht umsonst der drittbeste Duelland. Nach Kaiba. So. Oh nein. Wieder so ein Overworld of Dark World Herrscher. Und jawohl, Junge. Perfekt, das war meine Karte. Gut, dass du sie eingesetzt hast, mein Freund. Wir haben zwar nur noch 3000 Lebenspunkte, aber wir können erheblich nachholen. So, die hat 0 Attika, bringt mir nichts, also. So, attackieren. Bumm. Okay, es herrscht fast Gleichstand. Ja, die hat nur noch so 1000 Lebenspunkte mehr. Ist ja nicht viel. Kann man jederzeit nachholen, das ist kein Ding. So, sieht gut aus. Wir haben dafür das stärkere Monster. Deswegen heißt das ein bisschen ein Vorteil. Gerade in diesem Moment. Komm, greif an, mein Freund. Get, get, get. Und Akku. Bad Monkey, wieso spielt man sowas? Okay, Herz des Unterlegenen passt. Kann man spielen? Ja. Vor allem, wenn man so ein Deck wie Joey hat, passt das perfekt eigentlich rein. Oh, Morphing Jaw. Ist eigentlich ziemlich geil. So, dann Attacke. Boom! Oh nein, es könnte böse enden, aber bis die dran ist, weiß man nicht, ob die da noch überhaupt lebt. Gut, naja, Endphase. Na, dann greif mal an. Ich hoffe, du greifst meinen Morphing Jar an. Das wäre perfekt. Okay, was nimmt sie da auf die Hand? Ja, von mir aus. Mach das. Okay, ich hoffe, du greifst an. Ja, super. Perfekt, mein Freund. Ich mach dagegen nichts, weil ich das Monster ja selber die Auswirkungen halt, also den Effekt aktivieren möchte. Dann habe ich nämlich den Vorteil. Sie wahrscheinlich zwar auch, aber. Okay. Was hast denn? Was macht das? Target one destroyed, strip your next. Nope, mein Freund. Ich bezahle zwar die Hälfte meiner Lebenspunkte, aber ich habe mein stärkstes Monster noch. Oh, natürlich hat die Fotze das nochmal. Kann doch nicht sein, ey. Ich müsste aber noch eine. Ja, eine Spiegelkraft habe ich noch verdeckt. Perfekt, passt.
Ha, wir haben schon das Destiny Draw, warum? Warum haben wir schon das Destiny Draw? Warum? Okay, es könnte böse enden. Ah, die kann nicht mehr ziehen. Sehr schön, Spielkraft wirkt, mein Freund. Wieso machst du schrumpfen? Okay, passt eigentlich. Ich hätte auch keine Spielkraft eigentlich eingesetzt. So blöd war es jetzt nicht. So, boom! Bodenlose haben wir jetzt hier schon verdeckt. Brauche ich nicht nochmal. So, boom! Sowas wie da, diese Karte hier könnte ich immer gebrauchen. Dann. Boom, mein Freund. So, Damage Step. Natürlich Metal Morph. So, boom. Scheiße. Warum fallen Falle? Wieso hat er die? Wieso hat die das? Das ist böse. So, dann spiele ich noch Flinken Wonga und Enface. Jetzt muss ich schon ein Monster mit mindestens 2600 spielen. Aber das kann ich verhindern. Zweimal sogar. Oh, nee. Oh, okay. Ich dachte schon, dass die, dass es Angriffsstopp ist. Nee, ich meine Verteidigungsblock. So, das Monster kann ich leicht wegbringen. Kein Ding. So, er ist dran. Alles hängt jetzt von ihm ab. Okay, er kann noch eine Karte ziehen. Sehr gut. Babydrache, mein Freund. Okay, das ist blöd. Ah, oh, ist blöd. Ich glaube, jetzt kann er nicht noch eine. Kann er nicht. Der kann keine Karte mehr ziehen. Shit. Aber dann kann das Monster hier opfern. Für das Monster hier würde ich jetzt nichts tun, aber okay. Von mir aus. Warum spielt man solche Monster, wenn man kein XI macht? Das verstehe ich nicht. Das ist doch richtig dumm, einfach sowas zu spielen. Gut, es sieht schlecht für dich aus. Es reicht ein Angriff mit dem Meteordrache und die sind geflasht. Und wenn ihr euch fragt, wieso hat er dieses Monster hier drin, das kann man nämlich mit dem roten, mit schwarzen Rotaugendrachen fusionieren und da kommt ein richtig geiles Monster raus. So. Opfern wir das und spielen das hier, damit ihr Monster da zerstört wird. Oh, es war sogar noch ein finsternes Monster, wie geil. So, ich hoffe jetzt, dass die jetzt kein magischer Zylinder hat. Das ist jetzt böse. Aber hält keinen ab davon, ihn zu töten. Die hat zwar noch 300 Lebenspunkte noch übrig. Was sie sich auch sehr gut verteidigt hat. Aber der nächste Zug ist auf jeden Fall der letzte. Das ist Fakt. Okay, mach das. Ja, sieht schon entschieden aus. Ja, es sieht entschieden aus. Gut, wir haben gewonnen. Jawohl, kein Ding. Alter, das Herz, das zweite Herz fast von Joey Wheeler voll. Das ist ja richtig krass. Es geht hier ziemlich schnell. So. Kann ich da hin? Was kann ich da machen? JP habe ich immer noch nicht. Warum auch immer, was ist JP?
Wo bekomme ich JB her? Ich weiß immer noch nicht, wie ich JB bekomme. Wie kriege ich das denn jetzt ehrlich jetzt? Ohne Scheiß jetzt. So, da ich lange nicht mehr aufnehmen konnte, weil ich in der Prüfung war, geht's jetzt weiter. Wir wollten ja das Kristall-Ungeheuer-Deck machen. Habe ich nicht vergessen. Auch wenn ich lange nicht mehr aufgenommen habe. So. Zuerst wollen wir natürlich alle Kristall-Ungeheuer haben. Ich hoffe, das genügt jetzt. Und den Rest, mit dem Rest des Geldes hole ich das hier und hoffe, den Regenbogendrachen zu ziehen. Okay. Kristall-Ungeheuer, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Passt. Zweimal brauche ich ihn noch nur. Sieht gut aus. Sehr gut. Ja, perfekt. Geil. Heute noch zweimal. Das bräuchte ich auch noch zweimal. Ich hoffe so sehr auf. Ach. Okay, Regenbogendrachen habe ich nicht. Noch nicht. Gut, dann kann ich noch kein Deck machen. Fehlen noch so viele Karten. Aber so bald, also bald geht es auf jeden Fall klar. Wir haben, glaube ich, erst seit dem letzten Part richtig angefangen mit dem Deck erstellen. So. Also, für die Karten halt zu holen. Mal schauen, was daraus wird. Vielleicht, ich weiß nicht, ob ich im nächsten Part das Duellturnier machen will. Schauen wir mal. Ich glaube, ich mache jetzt mal gegen jeden ein Duell. So, wie viele Duelle sind das noch? Eins. Zwei. Drei. 5 Duelle. Okay, 5 Duelle gibt es hier noch. Ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder, meine Freunde. Und bis dahin sage ich ciao, Freunde. Bis zum nächsten Part von Yu-Gi-Oh! ACV Tech for Special.